Hallo und herzlich willkommen, hier ist WinimLP und dieses Minecraft Multiplayer. Boah, habe ich ja schon geredet. Langweilig. Du bist Ja, okay. doof. Aber ihr seht's ja, ne? Wieder Alex und Kati hier. Kati ist jetzt eigentlich so ein Dauergast schon fast hier. Nee, ich muss in der Folge sowieso weggehen. Ja. Also für heute letzte Folge. Mit ihr. Ja, also wir nehmen ja danach wahrscheinlich noch ein Stückchen auf. Ich bin mit der Treppe noch nicht so ganz zufrieden, aber ich glaube, bis der Machst du Wiemann zufrieden besser, ist, wenn du das es kann. besser kannst? Ich habe die Treppe doch gebaut. Ich bin mit mir selbst nicht zufrieden, selbstkritisch. Ach, die Bin ich da. Treppe meinst du? Meinst du die Treppe in unserem Haus? Ja, jetzt baue ich ein paar Kisten, die auf den Dachboden kommen. Bis das Lager fertig ist, können wir da unseren Schrott aufbewahren. Okay. Vinzenz, stell dich auf den Dachboden. Nein. Soll ich das deine Mutter sagen oder nicht? Nein. Gut. Dann unterlasse es so etwas besser, weil, du weißt, ich, mache solche Witze hobbymäßig sehr gerne. Hobbymäßig. Ja, das ist hobbymäßig, nicht beruflich. Beruflich bin ich ganz ernst, wisst ihr? Hey, Vinzenz, wenn das Pool fertig ist, möchtest du der Erste sein, der da reinspringt? Ich trau mich nicht. Wenn du das Ding baust, dann ist garantiert eine Falle drin. Wir werden mal Nein. würfeln. Wir machen mal irgendwie, keine Ahnung, so einen Wettbewerb und der Gewinner springt als Erster rein oder sowas. Mal gucken, ist doch Der Piep Gewinner egal. muss als erstes reinspringen oder darf als erstes reinspringen? Je nachdem. Oder er darf dann einfach aussuchen, wer als erstes reinspringt. Also da ich dann ja von vornherein hier unten chille, dürft ihr dann da reinspringen. Von mir aus könnt ihr ja Super. gleichzeitig reinspringen. Nicht, dass der eine auf dem Kopf des anderen landet, das ist nicht so cool. Das kann bestimmt ziemlich wehtun. Das bringt nichts, das tut nicht weh. Das macht keinen Schaden. Ja klar, wenn du da eine Falle drin postierst, dann... Wow. Ich will nicht wieder die Ich Treppe mach da keine runterlaufen. Falle rein. Ich schwöre, ich Hihi. baue da nichts rein an Ah, Fallen. okay. Ich vertraue dir. Das kriegt sogar eine stylische Lava-Beleuchtung. Können wir da wenigstens vorher den TÜV mal hinschicken? Von mir aus. Kommt drauf an, wer der Das wird ein TÜV ist. bisschen schwierig. Müssen wir nur noch eine viereckige TÜV-Filiale finden. Das wird kompliziert. Ey, Vinzenz, guck mal gerade von der Terrasse runter. Wie findest du den Poolbereich? Ich müsste jetzt hier erstmal. Ey, das ist ja geil. Das ist ja geil. So, aber das Ding mit Eisen. Ach nee, Eisen ist zu teuer, ne? Ja, ich habe gerade nur 25. 25 Eisen kommst nicht weit. Ja, Womit, leider. woraus machen wir es dann? Vorerst können wir es ja mal aus Holz machen, oder? Pff, mir egal. Das, was so da Also ist. wenigstens guck mal, was wie findest du jetzt gerade hier den Bereich, wo, also meinst du, der Bereich hier ist gut groß genug für einen Pool? Also ich meine, man muss ihn treffen. Also den treffe ich definitiv. Finde ich, muss den noch ein bisschen. Ach, ich baue den jetzt einfach noch ein bisschen weiter nach da. Apropos Treffen, sollen wir auch eine Herrentoilette Ey, hinten Vinzenz, bauen? kannst du mir Auf so gerade einem. mal eine Sch Ja, das kannst du mir Problem. mal Hier gerade gibt es doch bestimmt auch eine. irgendwo so einen Pinkelmod, dass man von hier oben dann zielen kann. Ja, klar. Ach, wette, so einen Kannst du mir Scheiß mal gerade eine gibt's. Spitzhacke runterwerfen? Ich hab keine. Ich hol mal Ja, aber eine. in den Kisten liegen noch zwei. In den Kisten? Ja, und eine Schaufel brauche ich auch noch. Am besten eine Eisenschaufel. Die liegt da auch noch in der Kiste. Ich hol mal Schaufeln und Spitzhacken. Ja. Wie die Man eilt. Musst du jetzt nicht los, Kati? Ja, ich gehe gleich. Also meine Uhr Ja, zeigt an, bin es ich ist dran. jetzt ach Zwei egal. nach, sagt meine. Ich werf mal ein paar Spitzhacken runter, ne? Ein paar davon Ja, sind ja. schon ein bisschen kaputt oder so, aber also eine davon, aber die kannst du einfach zu Ende aufbrauchen. Ja, mach mal. Ich werf einfach mal alles Werkzeug runter, bis auf eine Spitzhacke, die behalte ich hier oben. Ja. Also eine ganz volle Spitzhacke und noch eine so eine Schrotthacke. Hui, boah, das Haus sieht so geil. Ich freue mich so. Das Pool wird so geil. Ja, und dann Okay, noch mehr. Alex, du kannst ja jetzt schon meine kleine Plantage da gucken, ne? Alex, Ja, ich komme gleich mal. ich stehe hier gerade am Geländer. Das ist nicht so cool, aber ich warte, ich schmeiß noch was runter.
Hast du gesehen? Ich sehe so. Ein Spitzhacke. Noch eine Spitzhacke und jetzt kommt die Schaufel. Ach ja, ich habe eine Spitzhacke im Auge. Geh mal besser zum Augenarzt, das könnte sich entzünden. Hahaha, ich habe die ganze Zeit ein Stück Plastik im Auge. Ja, hast du in der Tat. Oh, da ist ja sogar eine. Huhu! Ich jetzt muss mich nach oben latschen. Jetzt kein Witz, ich habe wirklich Plastik im Auge. Ja, er hat eine Kontaktlinse. Zwei. eine Kontaktlinse pro Auge. So, ja. Jetzt passt es. Ich mache nur gerade ein paar Türen. Die setze ich dann meinst schon mal du jetzt grammatisch von meiner Grammatik her oder meinst du jetzt bautechnisch von deinem Bauteil da? Alex, deine ersten Kartoffeln da sind fertig. Ich habe gar nichts von Grammatik gesagt. Ja, geil, ich komme. So, ich baue jetzt hier mal innerhalb des Hauses ein paar Türen ein, ne? Ja. Ich denke, die sind hier ganz wichtig an dieser Stelle. Dass man hier so ein paar Türen einbaut. Ey, Vincent. Wenn du mit dem Haus fertig bist, sollten wir definitiv meine Mine gehen. Dass wir ein paar Diamanten kriegen, dass wir mal einen netten Ausflug machen können. Ja. Netter? Meter. Oh, und es klingelt gerade. Scheiße. Das ist nicht geil. Ja, und mit diesem Klingeln verabschiede ich mich. Tschüss. Ja, tschüss. Ich gehe jetzt, ne? Wo klingelt's denn? Alex, weißt du was? Bei ihm. Ich bin in etwa 10 Sekunden wieder da. Ich laufe ganz schnell los. Und in der Zeit genießt ihr diesen, warte, klasse Ausblick. auf Alex Bauvorhaben hier. Okay, tschüss. Okay, wartet, ich bin sofort wieder da. Kein Witz, ich bin gleich wieder da. Ich renne jetzt nicht einfach weg. Weg hier. Schnell weg hier. Ich renne jetzt nicht einfach weg. Weg hier. Ja, ja klar. Ganz sicher. Wo ist der? Ich weiß nicht, mal runter. Wo ist der? Wo ist der? Hab ich von meiner Minecraft-Phobie erholt. Ich bin wieder da. Cool. So. Alter, du bist auch hier? Ey, hör auf mich zu klatschen, Mann. Ja, das Pool dürfte gut sein, ne? Ja, das sieht doch geil aus, komm. Kriegt von mir erstmal so einen fetten Like. Hier kommt dann der Absprung hin. Ja, machen wir so ein Loch einfach im Boden. Und drumrum so ein bisschen Tamtam, dass es cool aussieht. Hier, an den Zaun. Hier am Zaun? Spring mal. Nein. Spaß. Machen wir so ein Sprungbrett, so ein altmodisches dahin, oder? Deine Entscheidung. Wieso meine? Du hast Mitentscheidung hier. Du baust da, das, da. Ich brauche noch ein bisschen mehr Sand. Vinny, der Innenausstatter, ist mal wieder hier völlig aktiv. Und bastelt was. Ja, mach das mal. Alter, mein Skin sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein Bauarbeiter. Oder? Ja. Ich hab immer noch den gleichen. Ja, sieht echt so aus. So der typische Typ, der auf dem Bau so arbeitet. Ja. Aber wirklich ganz typisch. Zumindest wenn man den Vorurteilen glaubt. Du bist ein Vorurteilglauber. Ich? Ja, nein. Von mir aus. Sonst müsste ich von ja glauben, aus? Dass du den ganzen Tag in Lederhose rumrennst. Warum Lederhose? Und dabei morgens im Frühstück erstmal 4 Liter Bier trinkst. In der nächsten Folge mache ich dich fertig. Na okay, hört das in der nächsten Folge. Sie endet in 3, 2, 1.